Und da sind wir auch schon wieder frisch und munter zu einer weiteren Folge Lego Jurassic World auf dem Kanal Rappelzappel. So, jetzt muss ich erstmal rauskriegen, was wir hier überhaupt machen müssen. Erstmal alles kaputt machen. Wird hier schon gerne mal wieder die 100% erreichen. Oh. Hier gibt es ein Häufchen. Ne, können wir nur die Bienen auswählen hier. Da ist ein Häufchen. Wer spielt denn da gerne mit AA? Ah, mal kicken hier. Sah aus wie die Dame, wa? Ja, ja, komm. Ab da mal nicht so. Der pennt da oben. Aber hier können wir noch eine Kamera abballern, stimmt. Da war ja was. Wollt ihr das hier auch wegmachen? Ja, sehr gut. So, der Dinosaurier ist da drin auf jeden Fall gefangen. So, können wir hier irgendwas abschießen? Abchiseln? Können wir den mal wachschießen? Nee, geht auch nicht. Oh, hier ist noch eine Kamera. Hier können wir bestimmt wieder runter, wa? Ja, siehst du, hier ist nicht auch noch mal eine Kamera. So. Sehr schön. So, hier haben wir einen Gabelstapler. Was wir mit dem Gabelstapler machen können, weiß ich auch noch nicht. Mann, die schöne Natur, ey. Wir sind hier voll dabei, das Ganze zu demolieren. Der gute Doktor hat das alles hier mit Mühe und Not aufgebaut und wir machen halt kaputt. Ja, das ist so. Wenn man den Rappelzappel einlädt, der macht alles kaputt. Da kenne ich nichts. Muss alles demoliert werden hier. So. So räume ich bei mir zu Hause auch immer die Wohnung auf. Schön Headbutton alles. Danach habe ich zwar so ein bisschen Kopfschmerzen, aber wozu gibt es Schmerztabletten, wa? Ah, der steht jetzt nicht mehr mit seinem Eis hier. Oh, Fußball. Nee, hier unten gibt's nichts. Gehen wir wieder nach oben. Dann ist der Rest der Lösung hier oben irgendwo. Können wir das Ding abschießen? Nee, da geht auch nichts. Hier gibt's bestimmt was, was wir bauen können. Nur noch die Kuh. Ach, also müssen wir die Kuh darauf bringen. Gehört das nicht zur Gehegeschalttafel? Ah. So, dann gehen wir mal die Kuh holen. Was ist das da? Das kommt bestimmt da oben hin. Warum läufst du nur so langsam? Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen? Jetzt wieder Probleme mit dem Ding hier. Ne, hier können wir nichts machen. Was ist denn das für ein Knopf? Wozu brauchen wir denn den Knopf? Ach, hier. Ach, der muss wieder kriechen. Seite, unten, oben. Seite, unten, oben. So, jetzt sag bloß, wir müssen jetzt Auto fahren. Nee. Okay, so, gib mal ihn hierher. Er hat da drauf. Er hat den Schocker parat. So, läuft die jetzt von der Linie dahin? Ich glaube nicht, dass sie da von der Linie hinläuft. Ach, die müssen wir reiten. Auf Tiere zu steigen, okay.
Mit den Ochsen kannst du wirklich reiten, ich glaub's ja nicht. So. Feinstes Rind, was? Diese Raptoren fressen besser als ich. Feinstes Rind. Ja, so ein schöner Rindersteak, wa? Bin ich nicht abgeneigt. Ei, Caramba! Ist es etwa schon morgen? Nein, Caramba! Ei, 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 Dios míos! Jemand anderes muss den Kram bedienen. Meine Verletzungen sind zu schwer. Scheiße. Ach, guck mal. Hab genau richtig gemacht. Ach man, die arme Kuh, ey. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Oh, wow. Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Was? Wusste ich's doch. Sie ist die, die gerne mit Kaka spielt. Ist ja unfassbar. Nee, komm, hier. Mal sehen. Ist er echt darin gepurzelt? Ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Wollen wir wieder eine Spur verfolgen? Okay, was haben wir hier? Ah, das ist ja mega geil. Lass mal kurz hier runter. Lass mal kurz ein paar Taler mitnehmen. Wir haben schon lange keine mehr mitgenommen. Haben wir hier nochmal was? Nee. Und ja, noch ein paar Taler mitnehmen hier. Vielleicht schaffen wir das ja, auf 100% zu kommen. Was ist das hier? So ein Checkding? Achso, speichern und fortfahren. Hat er gespeichert? Cool. So, hier kann sie auch nochmal was machen.
Oder oben kommt sie bestimmt auch nicht rein, wa? Nee. Da brauchen wir ihn mit Dings. Komm. Ja, du hast eine Waffe. Kollege. Sehr geil. Was ist das für ein Tipp? Du kannst an Lego-Sälen hoch und höher. Okay, alles klar. An höher gelegenen Orten. Ich weiß Bescheid. So. Ein bisschen schwingen hier. Wie Tarzan an der Liane. Hopp. Das ist wieder was für ihn. Zum Suchen. Und dann gib mal ihn hierher. So, dann krabbel mal, mein Jutta. Ist ja mega geil. Blub, 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 blub. Ja komm, ist ja gut jetzt. Oh, nimm jede Menge Taler, jede Menge Taler. Hier bin ich genau richtig. Guten Appel. So, das war's jetzt gewesen. Na schön, sie leidet an Melia-Toxizität. Na, wie war das, Sarah? Ach, sie braucht noch ein Eis. Meine Tochter treffen. Sag ich. Ein Eis und eine Möhre brauchst du noch. Okay, alles klar. Ein Eis und eine Möhre. Ja, springen wir schön rein in den Haufen. Ey. Die ist ja krass. Eigenartig. Gib mal, da ist ein Bohrer rausgeflogen. Da ist ein Bohrer rausgeflogen. Ding noch kaputt machen? Nee. Denk mal, da können wir auch nichts machen. Das Ding sieht so high-end aus. Der Block da. Aber wir können uns mal ranstellen. Vielleicht zeigt er uns was an. Nee. Mit der Möhre kannst du das Ding auch nicht verprügeln. Oh, Näschen. Kick mal. Oh, ist das schön. Komm mal her. Du schmeckst bestimmt dem... Triceratops, ich glaube, die nennt man Triceratops, wa? So, jetzt brauchen wir noch ein Eis. Die Pupillen sind geweitet. Brauchen wir noch ein Eischen, ein schönes Wassereis. Na, Häschen? Oh, das ist so süß, kriegt ihr das mal an, wie sie das gemacht haben. Schön, oh, ist das herrlich. Ist ja richtig süß gemacht, richtig geil. Mal ohne Witz, ist ja richtig geil gemacht. So, ich denke mal, Rätsels Lösung werden wir hier oben finden. Wer kennt das nicht? Ich durchforste meinen Garten auch immer nach dem Eis. Keine Spur von Fliederbeeren. Irgendwie ist das ja schon eklig, wa? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Irgendwie ist das ja schon eklig, dass die hier in die Kackerhaufen reinspringt. Mikrovesikel ist ja interessant. Ihr Kind. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sattler. Sie ist wieder putzmunter. Freigeschaltet. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Cool. Geil, kick dir das mal an. Ich helfe gern. Dir. Riesige Lego-Stellen können Dinosaurier Stoßangriffen zerstört werden, okay? Und drücke X, okay?
Auto! Ach, kick mal einer an. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Warte mal, dann können wir bestimmt das Ding hier hinten auch kaputt machen. Warte mal, müssen wir uns genau da vorstellen? Ach, das geht nicht. Doch. Genau da vorstellen. Ey, das ist ja geil. Entschuldigung, Häschen. Ey, ist ja geil. Guck mal, kannst du echt mit dem Dinosaurier hier rumheizen. Ich glaube ja nicht, dass unser Dino sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg bereiten. So, jetzt müssen wir wieder. Was macht denn jetzt? Achso, ein Treppchen. Ja, natürlich. Oh. Kommen Sie, Dr. Grant. Ah nee, Grant war ja der Mann. Stimmt, hier gibt es ja keine Brücke. So. Mal sie hier. Mal eine Runde gießen. Ey, wir sind ja schon wieder bei 16 Minuten gerade, ey. Genau, kick mal. Dicke Wurzeln. Die hat den Superdünger immer dabei. Ach Mist. Der Baum ist auf die Schalttafel für das Tor gestürzt. Ist ja geil. So, okay. Komm her, mein Kleiner. Jetzt kannst du hier nochmal Rambock spielen. Sehr nice. Kann er das bauen? Ja. Er ist genau der Richtige dafür. So, dann zeig mal hier. Oben, unten, Seite. Oben, unten, Seite. So gut wie neu. Mega geil. Mega geil. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Sollte euch der Part gefallen haben oder überhaupt das Projekt, ja, lasst es mich ruhig wissen. Schreibt etwas in die Kommentare, hinterlasst ein Däumchen. Und im besten Fall, ja, wenn ich euch sympathisch bin, euch mein Kanal gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr dieses schaut, bleibt mir treu, haut da rein. Zerr.